Erleben wir etwa gerade ein Déjà-vu vom Herbst und Winter 2020 und Herbst und Winter 2021? Viele hätten es ja nicht für möglich gehalten, nach diesem tollen Sommer ganz ohne Regeln. Aber dann gab es auch welche wie mich, die ständig davor gewarnt haben und gesagt haben: Wartet mal auf den Winter, ihr werdet schon sehen. Tja, und das ist erst der Anfang, Leute. Und wieder mal ist einer der Gründer die Überlastung von den Krankenhäusern. Meinen die Krankenhäuser, die die Kapazitäten immer weiter gedrosselt haben, oder die Krankenhäuser, die vor der Insolvenz stehen bzw. längst geschlossen haben? Ich will es ja nur verstehen, Leute. Auch der Epidemiologe Hajo Zeb hält demnächst stärkere Schutzmaßnahmen für notwendig, die Empfehlung oder die Pflicht zum Tragen von. Werden wir in wenigen Wochen wieder brauchen, sagte er RND. Abstandsregeln bei großen Veranstaltungen, in Theatern und Kinos benötigen wir bald wieder zurück. Das persönliche Verhalten muss im Winter wieder stärker auf das große C ausgerichtet werden. Wir brauchen wieder eine höhere Bereitschaft und eine größere Vorsicht. Das persönliche Verhalten müsse im Winter also wieder stärker auf das große C ausgerichtet werden. Okay? Ist egal, was im Sommer passiert ist, also da konnten wir tun und lassen, was wir wollen. Ich gebe jetzt gleich mal ein paar Beispiele mit ein paar Videosequenzen und man erinnert sich ja zurück an das 9-Euro-Ticket, was von der Bundesregierung selbst initiiert wurde. Gruppenkuscheln par excellence, aber alles vergessen. Und persönliche Verhalten in Bus und Bahn? So wie der da? Also so verhalte ich mich gerne. Und er ist ja Staatsoberhaupt Nummer 1, also ist es ja völlig legitim, wenn ich mich dann genauso verhalte, oder? Und persönliche Verhalten in Innenräumen, wie zum Beispiel beim Oktoberfest? Schaut mal. Schönes Lied übrigens. Oder als Frankfurt den Euro-Titel gewonnen hat? Schaut mal. Läuft, oder? Fast 3 Jahre geht das mittlerweile. Im Sommer können wir tun und lassen, was wir wollen, aber im Winter, da schieben wir wieder den Panikmodus. Und alle machen mit. Naja, nicht mehr alle. Mittlerweile sind wir es ja nur noch in Deutschland, aber wir machen eben noch mit. Und wenn ich sage wir, ich definitiv nicht, aber viele machen noch mit. Und dadurch, dass viele noch mitmachen, geht es eben immer weiter. Und ihr wundert euch, aber seht es gelassen, weil der nächste Sommer kommt ja wieder. Problem dabei, wahrscheinlich kann man sich dann nicht mehr diese Art von Sommer leisten wie in diesem Jahr, aber das ist ein anderes Thema. Von dem her, haut rein und ja, bald ist es wieder soweit.